Russen mit deutschen Vorfahren oder Deutsche, die seit Generationen in Russland leben? Wenn wir von den Russlanddeutschen sprechen, wen meinen wir damit eigentlich? Eine Antwort auf diese Frage jetzt in diesem Video. Starten wir mal mit dem 15. Jahrhundert. Das Russische Reich wächst seit dieser Zeit in atemberaubender Geschwindigkeit. Bis zum 18. Jahrhundert entsteht ein riesiges Territorium. Es mangelt an nichts. Außer vielleicht an Siedlern, die den Boden beackern und das Land nutzbar machen. Die Kaiserin Katharina II., die man auch Katharina die Große nennt, veröffentlicht im Jahr 1763 einen Kolonistenbrief in mehreren europäischen Sprachen. Darin wirbt sie um ausländische Siedler, die sich in Russland niederlassen sollen. Damit die Menschen kommen, verspricht sie Vergünstigungen. Das Land steht kostenfrei zur Verfügung. Einige Jahre müssen die Siedler keine Steuern zahlen. Sie dürfen ihre Gemeinschaften selbst verwalten und organisieren, werden nicht zum Militärdienst herangezogen, dürfen ihre Religion frei wählen und, wenn sie denn wollen, auch jederzeit wieder in ihre alte Heimat zurückkehren. In den deutschen Kleinstaaten der damaligen Zeit finden viele Leute das Angebot attraktiv. Aus Westfalen, Hessen, Preußen, aus Sachsen und Württemberg wanderten Familien nach Russland aus. Die russischen Behörden lenken die Zuwanderer gezielt in die Gebiete rund um Saratow. Das liegt an der Wolga. Das ist ein ziemlich großes Gebiet für die neuen Siedler. Für das Russische Reich ist es ein winziger Fleck. Die Gegend ist so groß wie Belgien. Spätere Einwanderer aus Deutschland lassen sich dann in Wallin oder auf Deutsch Wolinien nieder. Das liegt westlich von Kiew in der Ukraine. Andere finden ihre neue Heimat in der Schwarzmeergegend zwischen Bessarabien, wo die Donau mündet, oder auch in Rostow. Bis Ende der 1770er Jahre wandern ungefähr 30.000 Menschen ein und siedeln sich in 66 evangelischen und 38 katholischen Kolonien an. In der zweiten Einwanderungswelle im frühen 19. Jahrhundert unter Zar Alexander I. kommen noch einmal über 50.000 Menschen, die sich weiter im Süden niederlassen. Hauptsächlich Bauern und Handwerker mit ihren Familien. Die Russlanddeutschen gelten als zarentreu und religiös. Vor dem Ersten Weltkrieg leben über 2 Millionen Deutsche im Zarenreich. Die meisten, jeweils ein wenig mehr als 500.000 Menschen, an der Wolga und in der Schwarzmeergegend. Was ebenso viele, aber auch im Baltikum und in den Städten St. Petersburg und Moskau. Mit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs werden die Deutschen von den russischen Behörden genauer beobachtet. Man fürchtet, sie könnten sich vom nationalen Hochgefühl anstecken lassen. Und nach verlieren die Russlanddeutschen auch ihre Privilegien, ihre Vorrechte. Sie müssen zum Beispiel zum Wehrdienst antreten. Tausende wandern daraufhin nach Kanada oder Argentinien aus. 1891 wird auch in den deutschen Schulen im Zarenreich Russisch als Pflichtsprache eingeführt. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs gelten die Deutschen als unzuverlässig. Hunderttausende werden zwangsweise umgesiedelt, zum Beispiel ins Altai-Gebiet in Westsibirien. In Moskau kommt es zu Pogromen gegen Deutsche. Nach der Oktoberrevolution 1917 wird eine autonome sozialistische Sowjetrepublik der Wolgadeutschen, ASSR, gegründet. Als dann 1933 Adolf Hitler an die Macht gelangt, wird die Lage für die Deutschen in der Sowjetunion zunehmend schwieriger. Weil sie als Agenten verdächtigt werden, siedelt man sie brutal um. Aber warum kommt das so plötzlich? Naja, die Deutschen bilden in Russland eine nationale Minderheit. Minderheiten legen meist sehr viel Wert auf ihre Traditionen, auf ihre Kultur, ihre Feste, ihre Sprache. In einem großen Reich, in einem Imperium, gibt es immer eine ganze Reihe von nationalen Minderheiten. Ja, selbst im heutigen Deutschland gibt es 4 nationale Minderheiten. Die Friesen, die Dänen, die Sorben und die Sinti und Roma. Im Zarenreich Russland und in der Sowjetunion gibt es sehr viel mehr Minderheiten. Diese Minderheiten sind den Herrschenden oft verdächtig. Sie lassen sich nicht so einfach kontrollieren. Denn Minderheiten sind immer sehr wachsam, dass sie keiner unterdrückt. Jetzt ist es so, dass Diktaturen gerne alles Schlechte auf irgendwelche Sündenböcke abwälzen. Auch das kennen wir in Deutschland zur Genüge. Hier, also in Deutschland, suchte man sich keine nationale Minderheit heraus, sondern eine religiöse. Die Juden. Die Juden sind an diesem und an jenem schuld, sie verbünden sich mit dem Feind, um der Mehrheit zu schaden und so weiter, das kennt ihr. Und genauso läuft das auch in Russland, in der Sowjetunion ab. Hintergrund ist natürlich die Feindschaft der Nazis zu den Sowjets und dann der Überfall auf die Sowjetunion. Menschen werden deportiert, sie müssen ihre Häuser verlassen, ihre Dörfer und Felder. Sie bekommen einen Stempel in den Pass. Wer einen solchen Stempel im Pass hat, erleidet viele Nachteile. Er darf zum Beispiel in vielen Berufen gar nicht arbeiten. Um die Minderheit von ihrer Tradition abzuschneiden, wird den Menschen verboten, Deutsch zu sprechen. Die autonome Republik wird aufgelöst. Die Russlanddeutschen werden zu Personen minderen Rechts gemacht. Sie haben also weniger Rechte als ihre russischen Mitbürger. Stalin will sie aber besonders hart treffen.
will die Minderheit loswerden. Das bedeutet, dass ihre Dörfer umbenannt werden und nun russische Namen tragen, dass ihre Kunstgegenstände und Bücher vernichtet werden. Ihr Vermögen wird ihnen weggenommen, sie müssen Zwangsarbeit leisten. Solche Maßnahmen treffen auch die deutschen Siedler im Schwarzmeergebiet und in der Ukraine. Diejenigen, die in ihren Dörfern bleiben dürfen, die empfangen die deutsche Wehrmacht dann als Befreier und teilweise rächen sie sich nun. Zum Ende des Krieges fliehen viele in den Westen, aber eben längst nicht alle. Stalin schickt die Deutschen in die Wälder zum Holzfällen, zum Graben in die Stollen der Bergwerke, zum Pflücken in die Baumwollplantagen von Tadschikistan. Erst Ende des Jahres 1955 verbessern sich die diplomatischen Beziehungen der Bundesrepublik und der Sowjetunion. Aber die Russlanddeutschen dürfen nicht in ihre alten Siedlungsgebiete zurückkehren. Sie bekommen auch keine Entschädigung für das, was man ihnen weggenommen hat. Und sie dürfen ihre Traditionen nicht pflegen. Alles, was deutsch ist, ist in der Sowjetunion lange Zeit nichts wert. Vielleicht ist es nach dem schrecklichen Krieg auch ein wenig verständlich. Viele derjenigen, die zwangsumgesiedelt wurden, wollen jetzt nur noch eines. Weg. Ausreisen. In den Westen ziehen. Denn nun haben sie kein Zuhause mehr. Aber bis zum Jahr 1986 dürfen nur knapp 100.000 Menschen die Sowjetunion in Richtung Bundesrepublik Deutschland verlassen. Die, die bleiben, wollen oder müssen, hoffen darauf, dass ihnen Gerechtigkeit zuteil wird, dass anerkannt wird, dass ihnen zu Unrecht Leid zugefügt wurde. Aber daraus wird nichts. Sie erleben weiter Feindseligkeiten. Es führt dazu, dass die Menschen, so gut es eben geht, ihr Deutschtum pflegen. Die Sprache und die Bräuche. Viele sind sehr religiös. Das wird nachher nochmal wichtig. Dieser Zusammenhalt einer kleinen Gruppe, dieses Ausgestoßensein, weil man deutsch ist, was auch immer das bedeuten soll. Erst als Michail Gorbatschow 1985 als Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion mit seinen Prinzipien Glasnost und Perestroika, also Offenheit und Umgestaltung, Reformen ankündigt, gibt es wieder Hoffnung. Das Parlament erklärt, dass viele Minderheiten und Völker in der Sowjetunion ungesetzlich und verbrecherisch behandelt wurden. Jetzt ist es allerdings so, dass sich die Lage vieler Russlanddeutscher grundsätzlich geändert hat. Sie leben gar nicht mehr in der Sowjetunion. Die ist seit Ende 1991 aufgelöst. Ja, sie leben nicht einmal mehr in Russland. Jetzt leben die Russlanddeutschen in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Kasachstan, Ukraine, Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan. Auch dort sind sie eine Minderheit. Und in diesen jungen Staaten herrscht oft ein rauer Nationalismus. Es gibt Nationalitätenkonflikte, die in Kriegen ausgetragen werden. Oft blüht der Islamismus. Viele wollen weg und wer die Chance bekommt, der zieht jetzt in die Heimat seiner Vorfahren zurück. In das nun wiedervereinigte Deutschland, einem demokratischen Rechtsstaat, der Frieden und Gleichberechtigung verspricht. Außerdem ist Deutschland ein reiches Land mit einem gut funktionierenden Sozialstaat. Wenn man es mal mit der Lage in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion in den 1990er Jahren vergleicht. Die Zuwanderung der Russlanddeutschen erstreckt sich vom Ende der 1980er Jahre bis in die beginnenden 2000er Jahre. Verlässliche Zahlen gibt es nicht, aber wenn ihr euch merkt, dass so etwa 3 Millionen Russlanddeutsche in dieser Zeit nach Deutschland einwandern, dann liegt ihr nicht so verkehrt. Diese Zuwanderung stößt bei der einheimischen Bevölkerung nicht immer auf große Gegenliebe. Das ist wie immer. Da fliehen Menschen vor Anfeindung und werden im Ankunftsland gleich wieder angefeindet. In Deutschland sagen viele Menschen, da darf ja jeder kommen, der mal einen deutschen Schäferhund hatte. Gemeint ist, das sind ja gar keine richtigen Deutschen, die da kommen. Oder es wird gesagt, typisch. Können ja kein Wort Deutsch, aber wollen hier Sozialhilfe abgreifen. Stimmt das denn? Naja, an der Sache mit der Sprache ist teilweise schon etwas dran. Viele der Menschen, die nach Deutschland kommen und eigentlich Russlanddeutsche sind, sprechen Deutsch entweder kaum oder gar nicht und müssen es erst einmal lernen. Auch die Kultur ist teilweise eine andere als die hier in Deutschland. Zunächst mal ist eines ganz wichtig, dass die Russlanddeutschen gekommen sind, das geschieht auf Grundlage des Grundgesetzes sowie des Bundesvertriebenengesetzes. Sie geben den russlanddeutschen Spätaussiedlern das Recht, nach Deutschland zu kommen. Ganz vereinfacht gesagt, die Bundesrepublik hat die Tür für diejenigen offen gehalten, die nach dem Zweiten Weltkrieg nicht fliehen konnten. Sie haben auch ein Recht auf Eingliederungshilfen und Sprachkurse. Leider meinen so manche Einheimische, ihnen wird etwas weggenommen. Natürlich gibt es Probleme, wenn so viele Menschen kommen und sie noch keine Wohnungen und Häuser haben, keine Arbeitsstelle und so weiter. Der Bundestag schränkt die Gesetze dann sogar ein. Es wird eine Obergrenze eingeführt. Die Zuwanderer bekommen einen Wohnsitz zugewiesen, den sie nicht verlassen dürfen. Hinterbliebene dürfen nur unter strengen Bedingungen nachziehen. Die Russlanddeutschen haben dagegen nicht protestiert. Die meisten arbeiten sogar in Jobs, für die sie eigentlich überqualifiziert sind. Ihre Abschlüsse werden nämlich meist nicht anerkannt. Dass viele nicht gut Deutsch sprechen, kommt daher, dass
Deutsch sprechen in der Sowjetunion schlicht und ergreifend verboten war. Ein ganz anderer Aspekt: viele russlanddeutsche Familien sind sehr gläubig. Vor allem evangelische Gemeinden haben davon profitiert, dass da neue Mitglieder gekommen sind. Überhaupt haben Sportvereine in den 1990er Jahren sich wahnsinnig über die Neuankömmlinge gefreut. Denn Sport war in der sowjetischen Schule sehr wichtig. Also, es ist eine Frage der Perspektive. Das eigentliche Problem in den 1990er Jahren ist wohl, dass die Politikerinnen und Politiker nicht erklärt haben, wieso die Russlanddeutschen kommen. Vielleicht hat man damals auch geglaubt, es wäre nicht nötig, denn schließlich handelt es sich um Deutsche. Aber eben um Deutsche, deren Familien jahrhundertelang als Minderheit außerhalb Deutschlands gelebt haben. Ich habe mal gelesen, sie sind zweimal durch das Wort kein definiert. Keine Russen, aber auch keine Deutschen. Diese Geschichte der Russlanddeutschen ist noch nicht zu Ende. Deshalb habe ich auch mal ein wenig was zu aktuellen Fragen gesagt. Aber vielmehr interessiert mich da natürlich eure Meinung. Wie funktioniert denn das Zusammenleben der Russlanddeutschen und der schon immer hier wohnenden deutschen Familien aus eurer Sicht? Habt ihr vielleicht selbst einen entsprechenden Hintergrund? Sind eure Familien aus der ehemaligen Sowjetunion geflohen? Und was haben eure Familien, was habt ihr erlebt? Schreibt es gerne unten in die Kommentare und ihr wisst wie immer Bescheid. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal einfach. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.